Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den FX-Layer. Das ist ein Audio-FX-Container, mit dem man verschiedene Effekte oder mehrere Effekte übereinander lagern kann. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, hier habe ich mal so einen FX-Layer geladen. Und das ist im Prinzip ein ganz einfaches Container-Device. Das hat hier einen Ausschaltknopf. Dann gibt es hier Presets, den Namen, den ich im Inspektor verändern kann. Dann gibt es hier die Remote Controls, nicht so viele, aber alle wichtigen. Dann die Modulatoren, mit denen ich hier alles modulieren könnte. Dann kommt es schon zum eigentlichen Container. Da habe ich jetzt mal einen Delay 1 und einen Bit 8. Bitcrusher reingeladen und auf der rechten Seite ist der Gain-Knopf, das heißt, ich kann hier das ganze Signal leiser machen oder ich kann es eben auch wieder lauter machen. Doppelklick geht es wieder in die Mitte und das Mix-Signal, da kann ich noch sagen, okay, hier kommt das Originalsignal nur durch, wenn ich das Ganze auf links drehe, auf 7 Uhr oder je weiter ich das hier in die Mitte drehe, dann kommt Originalsignal und Effektsignal. Und hier kommt nur noch das Effektsignal durch. So, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier vorne dran ein Instrument gepackt. Jetzt habe ich einen Standard Delay 1 hinten dran gelegt, was mir auf quasi im Mono-Bereich einen Delay macht. Und bei dem Bit 8 habe ich jetzt noch ein Tool-Device reingepackt, das mir den Effekt mit hinten und das Bit 8, das mit dem Effekt mit dem Delay 2 nochmal so ein bisschen leiser macht. So, ich könnte jetzt natürlich das Tool, ne, beziehungsweise so rum, falsch rum. Ich habe hier ein Bit 8 reingemacht und in die WetFX von dem Bit 8 habe ich das Tool reingepackt und das Delay 2, sodass das Delay 2 beziehungsweise das Gesamtsignal von dem Bit 8 insgesamt so ein bisschen leiser wird. So. Und wenn ich das jetzt das Instrument einfach mal ohne den FX-Layer abspiele, klingt das so. Wenn ich das jetzt nur mit dem Delay 1 abspiele, nur mit dem Bit 8, so. Und ich könnte jetzt hier, damit ich den Original-Sound hier durchschleifen lasse, bietet mir das der FX-Layer normalerweise, FY ist auch nicht schlecht, Layer 1 an. Und mit dem Layer 1 schleift er normalerweise das Originalsignal schön durch. Ich habe das jetzt einfach mal so hier reingepackt und jetzt sagen wir hier einfach mal Originalsignal. So. Das heißt, hier kann ich sicherstellen, auch wenn ich den Mix voll aufgedreht habe, das Originalsignal geht komplett durch. Das heißt, ich kann hier den Mix komplett aufdrehen. Ich muss hier nicht diesen Dry-Wet-Schalter benutzen, um Originalsignal und Mix-Signal durchlassen, sondern ich kann das komplett machen. So, das heißt, ich habe jetzt ein Originalsignal, was durchgeht. Ich habe einen Delay, Delay 1, was danach im Mono-Feld ertönt. Dann habe ich den Bit 8, der etwas leiser dann hinterher noch einen Delay 2 packt. So, spielen wir das Ganze doch mal ab. Und das Delay habe ich hier relativ spät gemacht. Hier hinten habe ich sogar noch einen Reverb nach dem Delay reingepackt. So, das ist schon die ganze Magie. Und man kann hier mit verschiedenen Effekten natürlich aus einem ganz einfachen Sound wie den hier noch was Schönes zusammenbasteln oder aus verschiedenen Presets noch was Schönes zusammenbasteln. Den kann ich jetzt zum Beispiel ein bisschen früher machen. Oder noch früher. Man kann die einzelnen Effekte ebenso konfigurieren, sodass ich mir ein komplett neues
Soundbild zusammenbauen kann aus einem vorhandenen Preset, aus einem vorhandenen Instrument. Und das kann ich natürlich dann auch wieder abspeichern, wenn ich hier einen Rechtsklick mache und Save Preset to Library, sodass ich diese Soundcharakteristik auch bei anderen Instrumenten anwenden kann. So, das war's schon vom FX-Layer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, klickt das Glöckchen oder drückt das Glöckchen, kommentiert und ich würde mich über Feedback freuen, wenn ihr mir erzählt, was ihr damit Schönes gebaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bis zum oder beim nächsten Video oder beim vorherigen Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.